Walter Filzmeier von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Vorarlberg ist gerade der Gastgeber für die Landespolizeimeisterschaften. Was muss man sich dort darunter vorstellen? Wir freuen uns, dass wir die österreichweiten Meisterschaften austragen dürfen. Alle zwei Jahre veranstaltet das Innenministerium zusammen mit den Landespolizeidirektionen einen internationalen sportlichen Wettbewerb, wo ein Bundesland die Meisterschaften ausführt. Und dieses Mal ist Vorarlberg dran und wir freuen uns, dieser Aufgabe gestellt zu sein. Wir haben über 700 Sportler, die teilnehmen. Insbesondere sind Disziplinen, wo dem Polizeiberuf entsprechen, sei es Pistolenschießen, Polizeidreikampf, Judo, Ringen, also wo direkt mit dem Polizeiberuf zu tun haben. Aber es gibt auch Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel Fußball, wo es auf den Teamgeist drauf ankommt. Wie muss man sich die Organisation von so einem Event vorstellen? Es sind 700 Sportler, es sind drei Tage. Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Hier bin ich stolz auf die ganzen Kolleginnen und Kollegen, wo vom ganzen Organisationsteam dabei sind und das neben ihrer Arbeit das organisiert haben. Ich muss sagen, Hut ab vor anderen Sportveranstaltern, es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Aber es ist schön, wenn man dann sieht, wie die Sportler Freude haben und sie austauschen können.